Und deswegen finde ich etwas ganz interessant. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte nach dem Salat al-Fajr, das ist das Erste, was der Mensch macht, wenn er am Tag aufsteht, das Erste, womit er seinen Tag eröffnet, ist das Salat al-Fajr. Und danach geht das Leben los. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, nachdem er das Gebet verrichtet hat, setzte er sich hin und sagt, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiba. Dieser Hadith ist nicht nur ein Andacht, also so ein Dhikr. Dieser Hadith vermittelt dir für deinen Tag eine Botschaft. Er sagt dir, wie du deinen Tag auszurichten hast. Er sagt, O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen. Und ich bitte dich um angenommene, akzeptable Taten, Handlungen. Und ich bitte dich um legitime, saubere Versorgung. Ar-Rizq al-Halal. Dieser Hadith sagt dir, dein Tag oder diese drei Dinge, die betreffen dich. Und nach diesen drei Dingen sollte dein Tag geordnet sein. Nützliches Wissen sollte auf dem Plan stehen. Handlungen, die du ausführst, sollten auf dem Plan stehen. Und mit den Handlungen ist hier nicht gemeint, die Handlungen, die du mit Millionen Leuten teilst. Handlungen, die du mit Millionen Leuten teilst, damit meine ich das, was man sowieso machen muss. Wenn du tust, was du sowieso machen musst, hast du nichts getan. Damit stichst du nicht hervor, yani. Du hast nichts Besonderes vollbracht. Du teilst diese Handlung mit Millionen Leuten. Mit den Handlungen ist gemeint etwas, was darüber hinausgeht. Also, die gehören natürlich auch dazu, aber mehr, etwas, was darüber hinausgeht. Mehr als das Muss. Mehr als das Muss. Und dann sagt er drittens, und ich bitte dich um legalen, reine Versorgung, Rizq al-Halal, diese drei Sachen, die sollten deine Hauptbeschäftigung sein. Und der Prophet sallallahu hat hier eine Reihenfolge genannt, das nützliche Wissen, Handlung, Rizq al-Halal. Natürlich ist diese Reihenfolge etwas Individuelles. Man muss diese Reihenfolge nach den Prioritäten richten, die man im Leben hat. Nicht jeder muss ein Wissenschaftler werden und nicht jeder muss muss ein Fachmann werden in den islamischen Wissenschaften, muss nicht jeder machen. Aber man sollte jeden Tag etwas davon haben. Tayyib, bedeutet das, sollen wir daraus verstehen, dass der Islam dir keine Zeit räumt für Vergnügen, für Erholung? Kann man das daraus verstehen? Weil irgendwie betrifft mich das ja nicht, oder? Dem ist nicht so. Deswegen wird in einer Überlieferung, ich glaube, die war von Abu Dharr, bin mir aber nicht mehr sicher, er sagte, der Mensch sollte am Tag drei Zeitabschnitte haben. Drei Zeitabschnitte. Und er nannte einen dieser Zeitabschnitte war folgendes. وَسَاعَ فِي لَذَّةٍ وَسَاعَ فِي لَذَّةٍ فِي غَيْرِ حَرَامٍ. Und eine Stunde, mit der Stunde ist gemeint Zeitabschnitt, in einem Genuss, in einer Erholung, die nicht verboten ist. Denn der Mensch braucht, es ist ganz normal, dass man braucht Abwechslung. Man braucht Abwechslung, um wieder um sich sozusagen wieder aufzutanken. Aber das Problem ist, wenn die Abwechslung dein Dauerzustand wird und die Erholung der Dauerzustand ist, das ist problematisch. Jemand verbringt einen Großteil seines Tages damit. Und es ist tatsächlich so, ich muss das sagen, wir leben in einer Zeit, in der, besonders in den fortschrittlichen Ländern, in dem die Jugendlichen und diese Generation,
extrem beschäftigt ist mit Bedeutungslosigkeiten, perspektivenlos, keine Perspektive im Leben. Der lebt einfach vor sich hin, vegetiert vor sich hin. Er lebt einfach sein, sozusagen sein Dasein ab. Stundenlang am Tag Zeichentrickfilme. Erwachsene schauen sich das stundenlang an. Stundenlang am Tag Spiele. Sei es am Handy oder auf dem PC oder der Konsole. Mehrere Stunden am Tag diese Serien oder Filme. Und das Problem ist, manche kommen aus diesem Alltag nicht raus, es sei denn, es wird Druck, es gibt irgendeinen Druck, irgendeine Pflicht, wie zum Beispiel die Arbeit, die Schule, er ist verpflichtet. Ansonsten würde er auch diese Stunden, die er auf der Arbeit oder in der Schule verbringt, irgendwie in diesen bedeutungslosen Handlungen verbringen. Das nennt man Perspektivenlosigkeit. Motivlos vor sich hin leben, einfach nur vegetieren. Und das ist natürlich, das ist, für den Muslim, also für den Menschen allgemein und geschweige denn für den Muslim ist sowas nicht, eine derartige Haltung, Einstellung ist nicht möglich.